Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim in der Questreihe der Gefährten, wo wir uns beim letzten Mal angeschlossen haben in der letzten Session. Über euch und Skjor gehört. Und wenn ihr weiter Ohren haben wollt, solltet ihr so tun, als sei dem nicht so gewesen. Ist das nicht erlaubt? Es ist nicht wirklich verboten, aber trotzdem stimmt es nicht. So viel dazu. Okay, alles klar. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Einige könnten es versuchen, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich mir Sorgen mache. Warum schaust du mich an? Was dann? Es könnte sein, dass sie sich so selbst umbringen. Mit eurer Hilfe? So viel Glück könnte man ihnen nur wünschen. Ah, da seid ihr ja. Ja, steht extra für uns auf. Es geht nicht um Kraft. Ihr wolltet mich sehen, Skjor. Ja, beim letzten Mal haben wir nämlich die Questreihe hier angefangen von den Gefährten. Der gute Ralf, den habe ich mir auch mit dazu geholt. Der ist diesmal leider nicht dabei. Der steckt mal wieder in seinem Unikram fest. Und wir machen währenddessen brav hier die Hol- und Bring-Missionen, die uns aufgetragen werden. Ja, für dieses Mal habe ich etwas geplant, was ein wenig anders ist. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber das muss nicht jeder hören. Trefft mich heute Nacht in der Tiefenschmiede. Dann reden wir weiter. Wo finde ich denn die Tiefenschmiede? Ah ja, ihr habt sie ja noch nicht gesehen. Unter der Himmelsschmiede, wo Eorlund arbeitet. Die Tür ist verborgen, aber ich zeige euch den Weg. Was bedeutet es, ein Gefährte zu... Ah, ne. Okay. Mein Schild hat ein... Trifft dich bei Nacht mit Skjor, okay? Skjor und Aela sagen, sie hätten einen Spezialauftrag für mich. Ich soll sie heute Nacht unter der Himmelsschmiede treffen. Wie spät ist es gerade? Es ist Mitternacht. Oder? Nee, warte, es war Mittag. Ja, haben wieder nicht aufgepasst hier. Boah, jetzt hatte ich schon Schiss, das Spiel hat sich aufgehängt. Ja, es freute mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, es ist immer so geil, hier rauszukommen und dieses... Oh. Was ihr da gerade gehört habt, das war die Latte, die gegen den Tisch geknallt ist. Ja. Jetzt muss ich mir noch mit irgendwas die Zeit vertreiben, bis es Nacht ist. So, verschiedenes. Töte den Drachen in Nordwindspitze. Was könnte ich eigentlich noch machen? Vorher. Wo ist denn Nordwindspitze? Ist doch sicher nicht weit weg von hier, oder? Ah, doch, ist es. Ach. Natürlich. Wo ist Lydia eigentlich? Ach ja, da muss man jetzt wieder durch diese Höhle laufen. Oh. Hallo. So. Jetzt habe ich irgendwas aufgenommen, was ich nicht aufnehmen wollte, oder? Hab ich doch jetzt sicher gemacht. Ich kenne mich doch. Ja, Pickaxe. Ja, ja, ja. Ihr wolltet mich schon wieder hier verarschen, ha? Huh? Ihr kleinen Klingel. Tja, ich kenne die Maschen hier schon. So. Ja, die Skelette, die sind Gott sei Dank keine allzu schweren Gegner, sage ich jetzt mal. Für uns zumindest nicht. Naja, natürlich. Und seit wir den Verbrennenzauber können, werden die noch richtig Meister der Flammen. So wie ich den letzten Part ja schon genannt habe. Oh, eine Kiste. Ja, Leute, ich heute bin ich heimgekommen und dachte mir, eigentlich hast du keinen rechten Bock aufzunehmen. Und dann habe ich ein bisschen gechillt, habe ein bisschen Rome 2 gespielt und dann hatte ich auf einmal wieder Bock aufzunehmen. Nur nicht Rome 2, weil es immer noch nicht gescheit funktioniert. Und deswegen hoffe ich, also so mein sehnlichster Wunsch für... Bin ich jetzt ernsthaft wieder rückwärts rausgegangen? Ich bin ernsthaft jetzt rückwärts wieder rausgegangen. Mein sehnlichster Wunsch... Ja, Tatsache.
Nee, bin ich gar nicht. Es war ein anderer Ausgang. Hä? Das checkt mal jemand. Ja, whatever. Ja, ich muss mal die andere Mission hier rauspacken, weil ansonsten komme ich da durcheinander. Genau, hier geht. Hier geht's auch nicht lang. Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Ja, der einzige Wermutstropfen, den ich noch so habe, ist irgendwie. Ja, oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ich Idiot. Ich war ja direkt vor dem blöden Drachen. Ich hätte ja nur in die andere Richtung gehen müssen. Und nicht reingehen. Naja, was soll's. So, mal kurz save it easy. Ja, meine Hoffnung, die ich immer noch so habe, ist ja Grand Theft Auto 5 für PC. Nicht für PlayStation oder Xbox oder so. Ah, komm her, Süßer. Ich bin Gebieter über die Flamme von Udun. Alter Schwede, mache ich den schnell fertig. Was habe ich eigentlich gerade für einen Schrei ausgewählt? Unerbittliche Macht. Naja, flieh du nur. Ich raub währenddessen hier mal alles aus. Dann kann sich auch meine Magiker wieder regenerieren in der Zwischenzeit. Das ist nämlich so ein kleines persönliches Ziel von mir, Freunde, mit Skyrim fertig zu sein, bevor GTA 5... Wow! Alter. Sieh dich mal. Lässt sich hier einfach abschluchten. So mein kleines persönliches Ziel. Ja, du... ja. Arschloch. Gib mir seine Seele nicht. Nicht, weil ich unbedingt von GTA 5 ein Let's Play machen möchte. Ich glaube, davon gibt es schon genug. Und dass ich inhaltlich die PC-Version nicht mit der PS-Version unterscheiden würde oder Xbox-Version, wird das sowieso kein Schwein schauen, denke ich mal. Gibst du mir jetzt deine Seele? Fuß runter! Da glaubt man gar nicht, wie leicht diese Drachen sind hier. Die fliegen so leicht durch die Gegend hier. Da! Hui! Boah, Alter! Und schwupp, schwupp und weg. So, dann reisen wir mal nach Rifthohn. Und lassen uns das Kopfgeld geben. Da diese Missionen eh immer nur die gleichen sind, werde ich die auch nicht mehr annehmen. Mistweilkeep. Ich muss mal Falskar wieder rauskloppen. Das mache ich, glaube ich, auch direkt nach der Folge. Und nach der Folge werde ich auch endlich mal googeln, weil ja immer noch keiner von euch es mir geschafft hat zu sagen, befrage Deor zu Baldurs Verschwinden, weil ich immer noch nicht weiß, wo dieser Deor ist. Und keiner kann es mir sagen. Seid ihr gekommen, um euch hämisch über den jüngsten Sohn des Jahres lustig zu machen? Ja, genau, deswegen bin ich hier. Anuriel, warte, bevor du schläfst. Als Vogt von der Drache ist tot. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Dankeschön. 500 Gold, Mensch. Ihr seid in Rifthorn willkommen, solange ihr unsere Gesetze befolgt. Ja, bla bla, halt's mal. So. Besuche die Jäger. Ja, da waren wir ja auch schon. Ein Schrein von Azura. Durchsuche Nebelwacht. Das ist ja, das können wir jetzt nochmal probieren, aber das wird nach wie vor verbuggt sein. Weil der Christa da ja gestorben ist. Ja, brauche ich eigentlich gar nicht nachschauen. Das, da wird definitiv... Nebelwacht, ja. Ist nicht mal ein Questmarker dort. Kann man Quests eigentlich löschen? Kann man Quests löschen? Das wäre mal echt... aktive Quest wählen, entfernen vielleicht? Nee. Rede mit Gunmar für einen Auftrag. Unterhalte dich mit Greta. Wer ist Greta jetzt gleich nochmal? Ja.
Also Leute, wie gesagt, ich glaube auch, dass die Quests so ein bisschen verbuggt sind, die ich auf Solstheim angenommen habe. Jetzt reise ich erstmal zurück nach Weißlauf, weil bis ich da wieder bin, ist es, glaube ich, Nacht. Und dann wollen wir mal wissen, was Skior von uns will. Weil ich wollte eigentlich die Nebenquests schon noch alle fertig gemacht haben. Außerdem muss ich in Falkenring noch Tane werden. Vorher werde ich dieses Let's Play nicht beenden. Das ist, glaube ich, der einzige oder die einzige Provinz, die uns noch fehlt, oder? Ich glaube ja. Falkenring ist das einzige, was uns noch fehlt, Tane zu werden. So. Hallo! Nicht jetzt. Tiefenschmiede, heute Nacht. Ja, Tiefenschmiede heute Nacht, bla bla bla. So, mal kurz hier. Oh, jetzt muss ich warten, bis sie da reingehen, Mensch. Nom, nom, nom. Das ist ein bisschen verhangen heute. Nicht jetzt. Tiefenschmiede, heute Nacht. Ja, geh halt rein da. Schau mich nicht blöd an, geh da jetzt rein. Soll ich dir Feuer unterm Hinter machen? Okay, Leute, eine Stunde warten. Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Ein Geschenk. Ich habe noch nie gehört, dass man was geschenkt bekommt. Die Underforge. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat Sie keine hat Titten. sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Sie hat trotzdem keine Titten in dieser Form. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Ah, das ist meine Also zweischneidige nehmen wir die Sache. Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Ja, Seid dann. ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich wollte immer schon mal Fell auf dem Rücken haben. Nun denn. Alter, du musst sie nicht ausbluten lassen, deswegen. Ach so. Platsch. Nimm am Blutritual teil. Ich würde gerne ein Werbär werden. Trinke ich das jetzt? Okay, gut, dass man das nicht sieht. Ist die Gestalt hinzugefügt. Das ist ja mal geil. Was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Weißlauf gehört jetzt den wahren Söhnen von Himmelsrund. Genau wie es sein sollte. Ich bestatte mal im Jahr einen Besuch ab. Was muss ich denn jetzt machen? Scheinbar nur dumm in der Gegend rumlaufen. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Ja, ich bin nackt. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Ich habe gehört, dass ihr angeblich stärker seid, als ihr aussieht.
Vielleicht können wir mal zusammen auf die Jagd. Ja, das können wir gerne machen, wenn ich meine Klamotten wieder trage. Oh, Ebenerzrüstung des Ritters, cool. Alter Schwede, ich muss echt mal wieder den Dremora-Fürst herbeirufen. So. Der eine Ring um die Eier und... Porno-Eiskette. Was ist da? Scheiße, das ist ein alter Drache. Der wird nicht ganz so leicht. Oh, aber praktisch, dass ich... Moment mal. Ich brauche erstmal ordentliche Pfeile. Das sieht besser aus. Und ich habe doch sicher irgendeinen Zauber, wo ich mir einen Bogen schützen. Komm schon, Beschwörung. Aschenbrut beschwören. Aschewächter, beschworene Streitaxt, beschworenes Schwert, Daedra beherrschen, Daedra verbannen, Feueratronach beschwören, Lehrlingsstufe, was ist denn die Aschenbrut? Arwak beschwören, das ist ein Adeptzauber, Flammendiener, Stufe Meister beschwört einen permanenten Feueratronachen. Okay, Ralf, es tut mir leid. Zieh dich mal. Alter Vater, ist die geil, Mann. Die Dame hat Feuer. Ups. Was ist denn eigentlich für ein armseliger Penner? Silberne Hand. Ja, praktisch, dass es der Drache hier für mich aufräumt. Hey, leichte Rüstung verbessert. So. Flammendiener. Oh. Okay, habe ich einen Magikertrank oder sowas? Zaubertränke. Heiß, 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 heiß. Okay. Boah, warte mal. Wiederherstellung auf 75. Das heißt... Wiederherstellung Experte. So, Flammendiener. Braucht meine komplette Magika, aber... Ah! Okay. Und jetzt... Pow! Ich hatte so irgendwie im Gefühl, dass das Ding auch gar nicht mal schwach ist. Ist das da Ela? Ich meine, gut, bei dem alten Drachen, der jetzt auch noch mit Feuer getrained ist, wird es wahrscheinlich nicht viel ausmachen. Flammendiener, Mann. Oh, Zwergenbolzen. Schick, schick, schick. Was hat der noch alles? Her damit. Oh, ja.
Ach ja, was ich mir auch noch unbedingt reinpacken muss. Jetzt wird es dann wahrscheinlich wieder Kräfte, Bestiengestalt, Favorite. Jetzt wird es hier drin gerade ganz schön voll, ich weiß, aber... Der Drache ist transparent geworden. Skjör ist irgendwo davor. Wir müssen ihn finden. Naja, jetzt machen wir hier keinen Stress. So, komm mit, mein Flammendiener. Oh, die Folge ist gleich wieder zu Ende, Leute. Nicht gut. Aha, hier ist gerade etwas zugegangen. Mädels, das finden wir beim nächsten Mal raus, was sich dort verbirgt. Bis dahin. Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skjör reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Ich rieche das Ende der Folge, es tut mir leid. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.